Erstmal schön Dislike da lassen. Ja. Geil, ey. Servus Leute, Chris ist im Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown. Lange ist es her, es ist aber ein Altbekannter, der als Gast heute mit dabei ist. Es ist Dennis Gaming TV und der darf sich direkt mal vorstellen. Ja, servus YouTube auch von mir, herzlich willkommen also zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown zwischen mir und dem lieben Chris. Bisher ist das alles ja eigentlich ziemlich eindeutig ausgegangen, aber vielleicht heute in dieser Special Edition könnte das Ganze ja anders ablaufen. Genau, also ich freue mich riesig drauf. Das Team der FC Bayern München ist jetzt auch schon im Hintergrund eingeblendet. Direkt vorab auch das Video von Dennis natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der erste Link, geht da drauf, geht rüber, lasst Liebe da und guckt euch da das Ganze an. Das Team dort, willst du es ganz kurz verraten oder soll's ich sagen? Das ist der deutsche Klassiker hier, also auf meinem Kanal das Ganze mit dem BVB und da gab es natürlich auch einige, oder diesem ganzen Showdown-Ding heute, gibt es eine gewisse Besonderheit. Genau, Dennis hat es gerade schon mal ein Stück weit angeteasert, wir haben nämlich hier eine Änderung. Ihr habt so oft in die Kommentare geschrieben, bei Dennis wie auch bei mir, macht das Ganze mal über zwei Saisons. Das haben wir bei Dortmund bereits in der Aufnahme gemacht, das werden wir jetzt auch hier in dem STG Showdown mit dem FC Bayern München machen. Also, seid gespannt, bleibt bis zum Ende dabei und lasst ihr auch lieber auf diesem Video da, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen da, supportet natürlich auch das Video von Dennis. Für den Aufwand, weil ich glaube, wir werden hier deutlich länger sitzen als eigentlich. Und deshalb würde ich sagen, es steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Weg. Regelwerke seht ihr vermutlich jetzt auch noch mal im Hintergrund eingeblendet, sollte aber alles bekannt sein. Und dann würde ich sagen, wenn du soweit ready bist, können wir eigentlich reinstarten. Ja, ich bin ready, ne? 20 Minuten, das Standard, die Standardprozedur hier, erste Transferphase im Sommer. Legen wir los, ich bin gespannt. Let's go. Let's go, 20 Minuten und wir haben natürlich hier einiges zu tun. Wir wollen das Team auf Vordermann bringen, dass ihr aktuell in Bestbesetzung im Hintergrund seht. 4-3-3 offensiv, es gibt einiges zu tun. Ich will brutalen Ausverkauf, ja, ich will Spieler verkaufen, ich will einkaufen, das Ganze jetzt schon mit 138 Millionen und hoffentlich mit riesen Ablösesummen aus Verkäufen natürlich. Und dann starten wir rein und ihr seht in der Konferenzschaltung die Transfers zwischen mir und natürlich auch Dennis. STG Showdown am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Wir haben es jetzt gerade 12 Uhr morgens, deswegen entschuldige ich nochmal vielleicht so ein bisschen, dass ich verschlafen wirke oder mich anhöre und vielleicht auch mein Gehirn ein bisschen langsamer schaltet. Deswegen der ein oder andere Versprecher, falls er vorkommen sollte, entschuldige ich schon mal an der Stelle. Wir legen jetzt aber los mit der ersten Transferphase. 20 Minuten haben wir dafür Zeit und die beginnen in 3, 2, 1 und los geht's. 20 Minuten haben wir Zeit und als allererstes kümmern wir uns natürlich wie immer um unseren eigenen Kader. Da der Kader gar nicht allzu riesig ist, sieht die Transferliste auch gar nicht so groß aus. Wir müssen natürlich bedenken, das ganze Ding wird über 2 Jahre gehen. Das heißt, Spieler können runtergehen, die eben auch älter sind. Deshalb sind auf der Transferliste unter anderem Javi Martinez, daneben auch Jerome Boateng, relativ logisch eigentlich, aber auch ein Robert Lewandowski, Leute. 91er Gesamtstärke, 30 Jahre alt. Wir nehmen noch das meiste Geld mit, was eben so möglich sein wird. Daneben auch Thomas Müller mit 29 Jahren, leider nur noch eine 85er Gesamtstärke und zu guter Letzt die beiden Franzosen mit Kingsley Coman und Corentin Tolisso. Falls irgendwas Spektakuläres passieren sollte, werdet ihr das Ganze natürlich sehen, falls ich da irgendeinen Lewandowski für 200 Millionen verkaufen sollte. Ansonsten wie immer natürlich eher zusammengefasst und dann schauen wir mal und hoffen, dass wir da auch richtig viel Geld rausbekommen. Da Alaba jetzt verändert ja als neuestes Innenverteidiger ist und das Ganze nur mit einer 83, brauchen wir einen neuen Innenverteidiger, der neben vermutlich Niklas Süle dann Stamm spielt. Und das haben wir jetzt auf jeden Fall unter Dach und Fach gebracht. Zumindest sind wir gerade dabei. Clermont Longley wechselt also für 75,3 Millionen inklusive 10% Weiterverkaufsgebühr, die für uns aber nicht nur wichtig ist, vom FC Barcelona nach München. Das Ganze auch mit einer Freigabesumme, sodass wir ihn womöglich dann auch nächstes Jahr verlieren. Aber wenn wir das Geld einnehmen, dann wäre das ein absolut lukrativer Deal. Nächster Transfer, 57,5 Millionen und dazu noch im Tausch Benjamin Pavard für Saúl. Warum Saúl? Ganz einfach, Lucas Hernandez soll dann vielleicht Backup werden. Wobei, Pavard brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wenn wir im Zentrum nichts Gescheites mehr bekommen, dann spielt da Saúl. Ansonsten allerdings kann der natürlich auch Linksverteidiger spielen und hat sau viel Potenzial, ist ein bockstarker Spieler, bekommt bei uns ein bisschen mehr Geld als zuvor bei den Madrilen. Wieder Neuzugang aus der La Liga. Barca, jetzt Atletico. Angekommen Ende Juli und ich würde mal sagen, wir sind eigentlich ganz gut vorangekommen. Was die Verkäufe angeht, unter anderem Boateng, Tolisso, Martinez und Müller bisher verkauft. Fehlen eigentlich nur noch Lewandowski und Coman, aber unser Kader wird langsam aber sicher auch ein bisschen schmal. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen einkaufen, um das Ganze wieder auszugleichen und mal gucken, wen wir da jetzt holen werden. Ich bin gespannt und dann legen wir mal los. Während im Hintergrund weiter Transfers laufen, ich unter anderem tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt hatte, Robert
Lewandowski zu verkaufen, sehen wir hier, dass er nach alleine 4 Spielen 8 Tore gemacht hat und jetzt im Finale auch Stamm spielt im Vorbereitungsturnier gegen Liverpool. Dieses verlieren wir mit 2:0, Doppelpack Salah, aber trotzdem Finale, ein bisschen Geld eingenommen. Jetzt heißt es weiter Spieler verkaufen, um natürlich den Kader noch weiter qualitativ stärken zu können. Als dritter Neuzugang, der erste in der Offensive, haben wir jetzt Leroy Sané geholt. 195.000 Gehalt, bei uns kriegt er nur 140.000, also er verzichtet auf Geld, um zurück nach Deutschland zu kommen. Nicht Schalke, sondern München. 75 Millionen Ablösesumme und der Traum von ihm, von Bayern und vielen Münchner Fans geht jetzt in Erfüllung. Wir machen Transfer Nummer 1 perfekt. Wir suchen einen Linksverteidiger, weil Alaba mittlerweile Innenverteidiger geworden ist. Davis ist immer noch ein bisschen zu schwach. Von der Gesamtstärke wird auch er das Backup werden für diesen guten Mann hier. Wir holen für 68 Millionen Andrew Robertson. Und auch auf der anderen Außenverteidigerseite verstärken wir uns mit einem Namen aus der Premier League. Von Leicester City kommt ein Portugiese mit Ricardo Pereira. Transfer Nummer 3. Wir verstärken uns dieses Mal auf vollster Linie und holen Paul Pogba von Manchester United. Zahlen gerade mal 75 Millionen für eine 87er Gesamtstärke. Absolute Verstärkung und bildet jetzt das Mittelfeldtrio mit Kimmich und Thiago. Nächster Neuzugang kommt aus der Serie A. Gianluigi Donnarumma, 20 Jahre jung, eine 85 im Gesamtrating. Vermutlich einer der besten Keeper weltweit, wenn man ihm noch 1, 2, vielleicht sogar 3 Saisons gibt. Uns kostet er tatsächlich nur 57 Millionen. Und der Erlös bei uns Manuel Neuer, denn den haben wir gerade verkauft für über 60 Liga-intern zum BVB. Gegen die spielen wir jetzt ja gleich im Supercup. Aber ganz ehrlich, Donnarumma, Neuer, eine Saison und dann ist Donnarumma definitiv besser vom Rating. Dortmund kauft Neuer, wir kaufen Sancho. Ein Tausch, der sich für uns natürlich absolut lohnt. 85 Millionen ist die Ablösesumme, das auf jeden Fall der Deal. Oder 85 oder 95, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Bei uns bekommt er natürlich ein bisschen mehr Geld. Ist natürlich dann auch bei uns gesetzt als Zehner. Nicht in der Offensive links oder rechts, sondern bei uns als Zehner. Und jetzt sehen wir doch mal ganz kurz den Überblick aller getätigten Transfers. 95 war Sancho, Donnarumma, Sané, Saul und Longley. Und jetzt also der letzte Transfer. Wir holen genau den Spieler, den die Bayern schon seit über einem Jahr wahrscheinlich in echt jagen, nämlich Leroy Sané. 83 Millionen Euro bezahlen wir, unser vierter Transfer und ich glaube, es ist sogar der vierte aus der Premier League, also das ist schon relativ lustig. 86er Gesamtstärke, unfassbar viel Potenzial, wird Coman ersetzen, der kommt dann wiederum auf die Bank als Backup-Option für beide Flügelpositionen hinter Gnabry und Sané. Und ich finde 4 Transfers, wir haben definitiv 4 Positionen verbessert und ordentlich Potenzial in diese Mannschaft reingebracht. Und so sieht das Ganze dann aus. Pereira auf der rechten Verteidigung, Robertson links, dann unsere beiden neuen Außenverteidiger, das Mittelfeldtrio von mir schon angeteasert, mit Kimmich, Pogba und Thiago. Dann haben wir auf dem linken Flügel Leroy Sané, vorne Lewandowski, hat sich leider Gottes nicht verkauft und rechts dann eben Serge Gnabry. Buffy Team Bigumbis kommt also von Al-Hilal. Wir brauchen noch immer einen Backup-Stürmer. Wir zahlen gerade mal 11 Millionen. Ist im Endeffekt völlig egal. Der wird auch nur für 2 Jahre okay. Und der Wecker klingelt. Ihr hört es hier. Was also bedeutet, die Transferphase ist zu Ende. Ich werde trotzdem mal hier hin, weil mein Handy in der Vibration ist, weil ich noch einen Anruf erwarte. Deshalb kann ich das jetzt nicht hier auf dem Tisch liegen lassen. Wir machen das Ganze auf jeden Fall noch perfekt. Ich zeige euch gleich noch unsere Abgänge und dann natürlich unser Team, wie es in Bestbesetzung aussieht. Das ist unsere Bank, das ist unsere Startformation. Ja, mit Coman und Goretzka 2,84er. Ganz ehrlich, Coman wird hochgehen, bin ich fest davon überzeugt. Und Goretzka denke ich auch noch. Im Notfall packen wir Saul nach vorne und Lucas Hernandez, wenn der sich entwickelt hat, nach hinten links. Jetzt heißt es aber natürlich auch noch wichtig, welche Spieler haben wir verkauft. Das zeige ich euch jetzt im Hintergrund. Es ist gegangen hier Martinez, Tolisso, Müller, weiter geht's mit Sané, wobei, nee, ach doch hier, Gnabry, Neuer. Also das waren unsere 5, 6 mit Jerome Boateng Abgänge und so viel Geld haben wir eingenommen, allzu viel nicht mehr auf dem Konto. Also wir müssen wirklich hoffen, dass Dennis uns keinen einzigen Spieler wegsnipt, denn sonst wird's schon richtig eng. Die Transferphase abgeschlossen, wir haben also unsere Transfers getätigt und jetzt kommt es zu dem eher unschönen Teil, wobei der auch ganz in Ordnung sein kann, wenn man keine Spieler weggesnipt bekommt. Und ich würde sagen, Dennis ist der Gast, von daher du darfst beginnen und deine 3 Spieler, die ich gekauft habe, könnte vorstellen. Okay, ich mach's mal relativ kurz und knapp. Ich habe mir gedacht, du hast 2 Außenverteidiger geholt, weil die ja beim FC Bayern bekanntermaßen nicht so gut sind. Mhm. Hab mich da ja hier auf der linken Verteidigung für Alexandro entschieden. Okay. Vertrag läuft ja auch aus. Mhm. Rechte Verteidigung nach Carvajal, sind beide, glaube ich, so an die 30, aber die werden auch nicht runtergehen im Laufe dieses SCG-Showdowns. Und dann noch ein zentraler Mittelfeldspieler mit Arthur. Oh mein Gott. Okay, also Außenverteidigerposition bin ich gar nicht drauf gekommen. Tatsächlich spielt bei mir Kimmich hinten rechts und hinten links habe ich was gemacht, erzähle ich dir gleich. Im Zentrum habe ich wirklich gestruggelt zwischen Saul und Arthur. Es ist dann Saul geworden. Arthur ist auf meiner Wunschliste. Nein, ich hasse es, Mann. Die haben beide eine 85. Ja. Der eine hat, glaube ich, einen
Potenzialpunkt mehr als der andere. So. Genau. Ja, die sind schon fast gleich, kann man sagen. Saul habe ich aber dann tatsächlich nur genommen, weil ich den bei mir als Linksverteidiger tatsächlich spiele und halt einfach so ein bisschen mehr Spielraum hatte. Ja, der kann Linksverteidiger. Okay, krass, und, wusste ich gar nicht. Ich habe den so geholt, dass wenn Lucas Hernandez sich einfach verbessert, dann geht Saul ins Mittelfeld, ersetzt Goretzka oder irgendwie so einfach für ein bisschen mehr Vielseitigkeit. Ich habe tatsächlich Leroy Sané geholt für 75 Millionen. Ich habe dann, weiter geht's mit Longley 75, Sancho 95, Saul ist gekommen, dann habe ich noch Gomis geholt von Al-Hilal als Backup-Stürmer und Gianluigi Donnarumma fürs Tor, denn Manuel Neuer habe ich für 60 Millionen zu Dortmund verkauft tatsächlich. Dortmund? Ja. An alle Leute, die von meinem Kanal gekommen sind und Bayern-Fans sind, da würde ich mal bitte an der Stelle... Nein, Spaß. erstmal schön Dislike da lassen. Ja. Geil, ey. Ja, das sind auf jeden Fall die Transfers bei mir. Ich darf Gott sei Dank alle behalten. Finanziell wäre das auch schwierig geworden. Aber ich würde sagen, wenn du soweit ready bist, als perfekte Überleitung, komme ich zu dir. Ja. Ich habe schon auch mit einem Außenverteidiger geplant. Tatsächlich habe ich gestruggelt zwischen Alexandro oder Robertson. Ich habe mich jetzt hier auf der Liste mal für Robertson entschieden. Habe gedacht, auf der Innenverteidigerposition, ja, Raphael Varane ist ja auch eine Maschine. Und im Zentrum habe ich mich für Paul Pogba entschieden. Okay. Heißt? Ich bin gefickt. Es ist genauso wie beim Dortmund-Showdown, nur andersrum. Du hast dann original, ich habe vier Leute geholt. Mhm. Das ist einmal Pereira von Leicester City für die rechte Verteidigung. Mhm. Ich habe mir auch Sané geholt für den linken Flügel. Ey, ich habe mich nicht getraut, Sané zu nehmen, weil ich dachte, nee, das nimmt er jetzt nicht. Ja, habe ich mich auch nicht getraut. Das war so, nee, so offensichtlich gewesen, wird er nicht machen. Mhm. Dann habe ich einen zentralen Mittelfeldspieler geholt. Ja. Der ist Franzose. Der heißt Paul mit Vornamen. Vielleicht auch Pogba mit Nachnamen. Und dann habe ich mir einen linken Verteidiger geholt. Und er heißt auch vielleicht Andrew Robertson. Ja, echt jetzt? Ja. Doppelter Snipe von mir. Das gibt's ja eigentlich gar nicht. Doppelter Snipe von dir. Ey, Mann, Digga, das gibt's nicht. Und ich habe noch nicht mal Geld. Ich glaube nicht mal Geld, um einen von den beiden zu entlassen. Ja, gut, aber dann würde ich sagen, das ist natürlich mit dem Geld. Ein bisschen kritisch. Ja, wäre es bei mir aber nicht anders geworden. Vielleicht, ich glaube, der Co-Trainer spielt ja eh die besten Spieler immer, oder? Guck mal gerade, Pogba ist nicht im Budget. Ja, schade. Vielleicht Robertson. Ah, der verdient wahrscheinlich auch Schwein Geld. Ja, doch, Robertson kann ich immerhin raushauen für 9,1 Millionen. So, das war's mit ihm. Haust rein. Das heißt, wir haben jetzt noch solide 1 Million Euro auf dem Konto. Wenn du willst, kann ich so machen, dass ich die Finanzspritze nehme und dann quasi Pogba noch raushaue. Das wäre die Möglichkeit, die wir haben. Ja, die Frage ist nur, wenn du Finanzspritze machst, ist der dann jetzt dann gleich? Ist das Geld die ist dann jetzt gleich. Die ist dann jetzt gleich da. Hm, wie du möchtest, aber dann musst du nicht extra aufbrauchen, da hat man eh nicht so viel. Ich würde sagen, pack Pogba einfach ganz nach unten auf die Reservebank und im Winter musst du dann halt so jemand verkaufen, dass du dann Pogba-Vertrag auflösen kannst, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay, ja, okay, das kriegen wir. Wobei, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Achso, ja, wie du möchtest. Ja, ich guck mal. Okay, das ist, glaube ich, ganz guter Vorschlag. Dann baller ich ihn mal rein unten in die Reserve und dann versuche ich irgendwen, weiß ich nicht wen. Ich weiß zwar noch echt nicht wen, aber... Da werden wir schon irgendwie finden, den wir dann verkaufen können, um den guten Pogba seines Vertrages zu entheben. Ey, das gibt's ja eigentlich gar nicht, dass ich zwei Spieler snipe. Aber gut, ja, ich würde sagen... Katastrophal. Ja, es ist die Revanche, ohne zu viel quasi jetzt hier schon mal vorwegnehmen zu wollen. Dennis hat es ja auch schon mal angesprochen. Schaut das andere Video definitiv an. Und ja, ich würde sagen, wir sind beide ready. Du kannst das Ganze jetzt soweit hier handeln. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt als nächsten Step direkt am 1. Januar. Wenn ich nichts vergessen habe, normalerweise aber nicht. Wintertransferphase vor der Tür. Hier heißt es bei uns 3 Spiele. Danach geht es weiter, hoffentlich auch international. Sehen wir alles gleich. Wir gucken auf die Bundesliga-Tabelle. Und ich denke, mit dem Team ist man natürlich Top-Favorit auf Platz 1. Wie sieht es bei dir aus? Hast du das Ziel erreicht? Ja, 17 Spiele, 17 Siege, kein Unentschieden, keine Niederlage, 53 Tore, 8 Gegentore, 51 Punkte. Okay, also ich habe tatsächlich ein Unentschieden, 49 Punkte, aber 3 Punkte Vorsprung auf Dortmund, sollte normalerweise nichts mehr anbrennen. Beide also im Gleichschritt. Aber mir ist eigentlich schon so gefühlt entschieden, ich bin 8 Punkte vor Dortmund. 8 Punkte, okay, das ist krass, ja. Hm. Gut, aber hier auf jeden Fall im Gleichschritt, wie sieht es bei dir im DFB-Pokal aus, noch dabei? Pokal bin ich noch dabei. Es geht im Viertelfinale ran gegen Darmstadt. Okay, ich treffe auf Leipzig. Naja gut, also ich denke, beide können weiterkommen. Bei mir vielleicht ist etwas anspruchsvollere los, aber gut, kann alles passieren. UEFA Champions League, natürlich wollen wir weiterkommen. Oh, mit Tottenham in der Gruppe, Alter. Oh, jetzt Gott, ist oh, das ich ein hab Scherz. Tatsächlich,
Ich habe tatsächlich Chelsea als Gegner, wie in echt. Geil. Echt? Ich habe zweimal verloren. Beide Spiele gegen die Spurs habe ich verloren. Okay, und wen hast du im Achtelfinale? Barca. Juhu! Oh Mann. Juhu! Das ist ein Chat-Sitz, oder? Geil, Alter. Geil, Junge. Okay. I love this game. I love this game. Gut, ich denke mal, gegen Chelsea wird es bei dir auf jeden Fall weitergehen. Was ist denn bei mir los? Warum ja, spielt Coutinho? Ich habe auch mal wieder ein paar echte Begegnungen am Start. Atletico gegen Liverpool auch am Start hier. Wild. Hä, bei mir ist irgendwas passiert. Bei mir ist irgendwas passiert. Ich habe 132 Millionen. Warum? Boah, wer wurde verkauft? Da wurde von irgendwem die Freigabe so gezogen. Thiago, okay, Thiago, 72,6. Ja gut. Ja, ist schon wild. Das ist in Ordnung. Nicht schlecht. Eigentlich wollte ich gerade noch sagen, ey, vielleicht mache ich im Winter nichts, aber jetzt habe ich Geld, jetzt muss ich was machen und für uns heißt beide 10 Minuten. Dennis muss ja noch sein Pogba auf jeden Fall irgendwie finanziell abstoßen können. Ja. Und ich freue mich auf die Wintertransferphase und wir sehen uns gleich nach 10 Minuten wieder. Konferenz, let's du bist ready? Go! Auf jeden Fall. Let's go. Der Timer läuft 10 Minuten und wir haben eigentlich nur eine Baustelle und das ist die des zentralen Mittelfeldspielers. Außer Kingsley Coman wird doch irgendwie verkauft, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, noch in der Offensive was zu machen. Im zentralen Mittelfeld, ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Arthur Verratti, er hatte gerade schon Arthur, von daher traue ich mich, den Transfer nicht unbedingt zu machen. Finanziell können wir uns aber alle leisten. Ich würde mich jetzt einfach mal hier für Sergej Milinkovic-Savic entscheiden, wobei man auch sagen könnte, Lucas Hernandez hat mittlerweile die 85, der könnte nach hinten links gehen, wieder in die Startformation. Saul nach vorne, dann kommt er vielleicht gar nicht erst auf die Idee und dann könnten wir dem Snipe irgendwie aus dem Weg gehen. Das wäre auch auf jeden Fall eine coole Aktion. Dann müsste man nur einen neuen rechten Flügel holen, so gesehen, anstelle von Kingsley Coman. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Geschichte, die ich jetzt definitiv so machen werde. Dennis weiß ja eigentlich, beziehungsweise ich habe ihm ja so ein bisschen den Tipp gegeben, dass ich da nicht unbedingt was machen muss, weil wir natürlich auch dann mit Saul einen sehr vielseitigen Spieler haben. Wir kümmern uns mal drum, 84 Millionen wäre das angenommene Angebot von Lazio für Milinkovic-Savic. Allerdings will ich vorne was machen. Jetzt kann man den hier nicht kaufen. Ronaldo kann man aber jetzt kaufen. Den wollte ich tatsächlich im Winter holen. In der Sommertransferphase hat aber nicht funktioniert. Sadio Mané ist zu teuer und Sterling zu wichtig. Wir simulieren mal nach vorne und gucken, ob sich da irgendwie noch was tut. So, dann legen wir mal los mit den 10 Minuten in 3, 2, 1 und los geht's. Der Plan ist eindeutig. Ich will Lewandowski verkaufen. 90er Gesamtstärke hin oder her. Wir kaufen dafür einen schlechteren Stürmer und haben dafür dann aber auch Geld, Pogba irgendwie loszuwerden. Werden und so weiter. Das ist jetzt der Plan für den Winter und hoffentlich wird das Ganze auch klappen. Puh. Wenn die jetzt 99 Millionen für Coman bezahlen, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden, Alter. Die zahlen 99 Millionen für Coman. Paris, Alter, danke dafür, Mann. Haust du rein, Kingsley, mit deinen Flanken, die immer ins Ausgehen. Ja, und damit haben wir auch gar keine Kopfschmerzen mehr. Jetzt habe ich also genug Geld, um Pogba seines Vertrages zu entheben in dem Sinne. Und für das Geld von Coman, da können wir uns locker ein Backup für holen. Also, da habe ich, hab ich gar keine Sorgen. So, Leute, ganz kurz. Wir gehen auf Pogba, auf den guten Kollegen hier, so, Spieler freigegeben. 14 Millionen Euro müssen wir dafür zahlen, aber ja, so ist das Ding halt, so ist das Leben. Und die zahlen wir natürlich auch, Pogbas weg und wir kümmern uns jetzt um Ersatz für Coman. Akzeptiertes Angebot des FC Barcelona, 103,2 Millionen. Wir holen tatsächlich vom Team Enrique Setién Solar hier Lionel Messi, neuen rechten Flügel. Er hat sich zwar schon um eins verschlechtert, aber ganz ehrlich, zum Ende dieses Showdowns sollte er mal mindestens auf der 89 sein und deshalb holen wir den jetzt. Zum einen schwächen wir die Konkurrenz unter nächsten Gegner in der Champions League und haben damit nochmal größere Chancen weiterzukommen und zum anderen vermutlich niemals die Chance für Dennis, dass der uns den Spieler hier wegsnipt. Also hoffen wir es zumindest. Der Deal ist perfekt. Lionel Messi unterschreibt für 3 Jahre, bekommt 10.000 mehr Gehalt. Milinkovic-Savic fällt dann dafür natürlich erstmal weg und wir stellen es so um, wie ich es jetzt gerade schon mal ein Stück weit vorab geplant hatte, organisieren wollte, erklärt hatte. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Es ist so, dass jetzt auf die Bank geht und wir haben auch eine Bank, die sich wirklich sehen lassen kann. Lionel Messi geht auf den rechten Flügel, wir haben dann Coutinho hier, da kommt Saul hin und hinten links anstelle von Saul dann Lucas Hernandez und somit sind wir zu dem Thema auf jeden Fall abgesichert und dann würde ich sagen, ist das unsere Winter
heißer Transferphase mit Kimmich als Kapitän und einem Team im Kollektiv von einer mindestens 85+. Leider Gottes kam kein Angebot für Lewandowski mehr rein. Deswegen haben wir ihn jetzt tatsächlich eingetauscht gegen Kylian Mbappé. Mit einer Gesamtstärke von 90 ist er tatsächlich auf einem Level mit unserem Polen, den wir vorher hatten. Und okay, wir haben natürlich viel Geld ausgegeben, aber trotz alledem keine Verschlechterung, deutlich mehr Potenzial für Lewandowski, kam halt einfach keine Angebote rein, das war so das größte Problem. Und bevor der Mädchen noch schlechter wird und nur noch eine 89 oder 88 hat, tausche ich ihn lieber ein und dafür bekommen wir eben einen Kylian Mbappé. Wir bleiben weiterhin aktiv auf dem Wintertransfermarkt und machen einen weiteren Transfer perfekt, den die Bayern lange Zeit in echte, ja, finalisieren, realisieren, sonst etwas wollten, mit Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea, den wir für 15 Millionen Euro holen. Oh mein Gott, Leute, ich wollte eigentlich noch einen Spieler per Vorvertrag holen, aber das klappt hier einfach alles nicht mehr. Jetzt wird auch noch die Freigabesumme von Davis bezahlt. Ich muss den Vertrag verlängern und die Zeit ist leider Gottes vorbei. Und er will wieder eine Freigabesumme haben. Och, das ist nicht sein Ernst. Egal, so. Zeit ist abgelaufen. Was sollen wir machen? Im Endeffekt Mbappé geholt. Einen Hudson-Odoi für die Bank geholt mit einer 76er Gesamtstärke. Ist ganz ordentlich. Ich wollte eigentlich noch die ganze Zeit einen Backup-Stürmer holen. Das hat aber die ganze Zeit auch nicht funktioniert. Dann ist mir eingefallen, eigentlich hatten wir auch die Regelung, dass wir noch einen per Vorvertrag holen können. Das habe ich auch nicht gemacht. Und ach Mann, Leute, es ist alles ein bisschen chaotisch geworden. Aber trotzdem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wir haben Lewandowski sehr gut ersetzt. Und auf der anderen Seite noch ein, ja, Backup für die Flügel geholt. Mit Gnabry und Sané sind wir da sowieso gut aufgestellt. Und so sieht die Mannschaft dann jetzt erstmal aus. Ich bin gespannt, was der Chris im Winter gemacht hat. Ich meine, ein bisschen Geld hat er ja auch gehabt. Wintertransferphase abgeschlossen und wir haben ein bisschen was gemacht. Dennis, glaube ich, zwei Transfers, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich einen, von daher, wenn ich nur einen gemacht habe, gibt es auch nur einen zum Snipen. Aber jetzt umgekehrte Welt. Am Anfang durfte ich, beziehungsweise, nee, hat Dennis seine Spieler erst vorgestellt, die ich gekauft haben könnte. Jetzt machen wir es andersrum. Einen Spieler und ich habe mich für einen Linksverteidiger entschieden. Denn Robertson ist ja nicht mehr da. Ich weiß nicht, inwieweit du vielleicht noch Alaba hattest oder Lucas Hernandez. Ich habe jetzt einfach mal Alejandro Grimaldo aufgeschrieben. Okay, Alaba ist bei mir wieder zum Linksverteidiger umgeschult worden. Ich glaube, Davis hat auch seine Spiele gemacht und so, deswegen habe ich da niemanden geholt. Mhm. Und ja, ich kann jetzt auflösen, ja, da ich ja jetzt befreit bin in dem Sinne. Ich habe mir einen Stürmer geholt. Ich habe Lewandowski nämlich eingetauscht. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Ich wollte ihn schon permanent seit Anfang der Saison loswerden. Aha. Und habe mir dafür Kylian Mbappé geholt. Mit einer 90er Gesamtstärke. Und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, wie es zustande gekommen ist, aber ich habe Kingsley Coman für 99 Millionen verkauft. Und das, obwohl er nur eine 85er Gesamtstärke hatte. Also ist jetzt nicht so, als wäre er der nächste Messi gewesen von der Gesamtstärke. Aha. Und habe mir dafür eben noch Callum Hudson-Odoi als Backup für die Flügel geholt mit einer 76. Okay, also Mbappé ist schon richtig krass. In welcher Formation spielst du denn? 4-3-3 mit so, also ne, wie Bayern ungefähr in echt, nur dass da nicht einer so weit vorne ist, sondern halt quasi ein ZDM und zwei Achter. Ah ja, okay. Okay, alles klar. Also darfst du auf jeden Fall behalten und jetzt würde ich sagen, direkte Überleitung, kommen wir zu mir. Einen einzigen Spieler. Ich hoffe nicht, dass du den errät. Also. Ja, ich habe mir gedacht, ein zentraler Mittelfeldspieler, weil Thiagos Freigabesumme wird ja gezogen und ich mache es einfach mal kurz und schmerzlos. Ich dachte mir da, vielleicht gehst du nach dem Prinzip so, ja, er wird sich vielleicht schon auf die Gesamtstärke von Thiago entwickelt haben, weil er eine 85 zum Start hat. Und hab mich da für Sergej Milinkovic-Savic entschieden. Oh nee, ist das geil, ist das geil. Ich fasse es nicht. Ich hab so ein Glück. Ich hatte verhandelt mit Lazio Rom, das siehst du in dem Video, ich hab's sogar kommentiert. Und die haben angenommen, ich glaube 86 Millionen oder irgendwie so. Und dann ist mir aber was gekommen, wo ich am Anfang schon mal kurz auch dir, glaube ich, in der Aufnahme gesagt habe, dass Saúl ja auch im Zentrum spielen kann. Was also bedeutet, Lucas Hernandez ist Linksverteidiger, Saúl ins Zentrum. Und dann dachte ich, ich mache was völlig Ausgefallenes. Es ist der Rekordtransfer bei mir, 103 Millionen. Irgendwie eine Idee? Offensive? Ach, Offensive. Aha. Offensive? De Bruyne? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu teuer. Ich habe keine Ahnung. Einfach raus. Also tatsächlich habe ich dann Coman auf die Bank. Ich habe einen neuen rechten Flügel geholt und der spielt bei meinem künftigen Barca, also meinem künftigen Gegner in der Champions League. Ich habe Lionel Messi geholt. Genau.
Wahrscheinlich, oder? 103. Oder Messi. 103 Millionen. Ich dachte, das nehmen die niemals an. Ja, und dann hat er bei mir noch 570.000 Gehalt. Messi kommt also von Barca und wir schwächen die Konkurrenz. Du Dreckiger, Alter. Schwächt er einfach Barca, Junge. Einfach kurz den besten Spieler hops genommen, Alter. Ey, ich hoffe, Barca gewinnt trotzdem, Junge. Ich bin jetzt Barca-Fan, Junge. Barca! Ja, das kann echt passieren, dass sie mich trotzdem schlagen. Aber gut, um das zu wissen, müssen wir ans Ende der Saison. Wir sind beide fertig. Keiner hat Vorvertragsspieler geholt. In der zweiten Saison bringt es ja eh nichts. Wir werden das so ein Stück weit als Sonderregel. Das wäre eigentlich erlaubt gewesen. Also genau. Das haben wir auch in meinem Showdown gemacht. Aber ich glaube, muss nicht sein. Ich wollte es eigentlich noch machen, habe es aber leider nicht zeitlich hinbekommen. Und manchmal sehen Spieler auch nicht so attraktiv, dass man da unbedingt immer einen holen muss. So ein Ding ist das. Genau, das stimmt auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit schließen wir das Ganze ab und sehen uns am Ende der ersten Saison. Denn es gibt ja noch eine zweite. Ich freue mich extrem drauf. Beide sind am 1. Juni angekommen, 2020. Und wir pflücken direkt mal zurück. Natürlich der erste Wettbewerb. Es geht jetzt um die Punkte. Was sagt die Bundesliga-Tabelle bei dir? Keine einzige Niederlage, kein einziges Unentschieden, 102 Punkte. Meister geworden. Das ist heftig. Also ich bin auch Erster, 15 Punkte Vorsprung. Ich habe aber das eine Unentschieden aus der Hinrunde natürlich mitgenommen. Von daher bedeutet 15 Punkte Vorsprung? 15, ja. 85 hat Dortmund. Okay, ich habe nur, was sind's? 9, 11 Punkte. Ja, okay. Dortmund war bei mir echt stark. Muss man den lassen. Ja, also das hört sich gut an. Aber beide Teams haben auf jeden Fall gezeigt, dass das vermutlich die Besten sind. Also Bayern, Dortmund. Genau. Und also bedeutet 17 Punkte für beide von uns. Ja, damit bist okay, du cool, ne? Also, jetzt, ja, auf genau. jeden Fall. Absolut easy. So, ja. Pokal. Ja. Puh, wie sieht's bei dir aus? Ich habe gewonnen. Ich habe ihn auch gewonnen. Gegen? Dortmund. Okay, ich gegen Wolfsburg. Ich habe Dortmund im Halbfinale geschlagen und Leipzig im Viertelfinale. Ey, bedeutet, wir sind hier im Gleichschritt. Also Runde 2, 1, 2, 3, 4. Also 6 Punkte da nochmal drauf. Genau. Beide 23. Im Viertelfinale Darmstadt besiegt und im Halbfinale die Hertha. Okay. Ja, das hört sich gut an. Beide 23 Punkte. Wichtigster Wettbewerb, bevor du den Champions Trainer des Monats... League. Ja, ich bin gespannt. Ja. Okay, wie sieht es bei dir aus? Ja! Gewonnen. Yes, Triple. Und du? Okay, da kann ich leider nicht mithalten. Messi hat mich nämlich ein bisschen gebumst im Halbfinale. Mit 3:1 haben wir leider Gottes gegen Barca verloren. Das heißt, das sind 6 Punkte für mich und 12 für dich. 6 für... Echt? Habe ich so viel? Ach so, ja klar, gell? Oh, aber ey, es war so eng, ne? Im Halbfinale aufgrund der Auswärtstorregel gegen Real weitergekommen und dann gegen Juve im Finale. Mann, Dicker, das gibt es doch nicht, Alter. Das gibt's nicht, Mann. Das heißt, es steht, stand jetzt 35 zu 29. Genau, so sieht's aus. Und das heißt, die Trainer des Monats Auszeichnung sollten hoffentlich auch ein paar für beide von uns da sein, weil wir haben eigentlich abgeliefert. Wie sieht's denn da bei dir aus? Oh. Ich guck mal rein in das Ganze. Wie viel hast du? Ja, 4. Och Mann, Alter, ich hab nicht mal eine Niederlage. Wieso hab ich nur 4? Frech! Auch 4. Nur 4. Ja, aber Mann, guck mal, Alter. Warum, also Trainer des Jahres hätte ich jetzt eigentlich auch ehrlich gesagt gedacht bei einem Triple Sieg, aber naja. Ja, ich glaube, das kommt noch. Ach so. Boah, das könntest du auch noch bekommen. Och Mann, Alter, mega, kein Bock, Alter. Aber ich würde sagen, das können wir ja einfach überspringen, oder? Weil ich weiß ja nicht, wann das kommt. Das ist ja, glaube ich, nächste Saison im Januar oder so kommt das dann immer so. Ach so, okay. Trainer des Jahres. Habe ich auch bei City erlebt gehabt. Ah, ja, ja. Okay, das heißt, wir schließen ab die erste Saison mit 39 zu 33. Mhm. Und in der zweiten ist alles drin. Also es war, Alter, wie viele Punkte wir geholt haben. Wir haben beide auf jeden Fall zerstört. Das ist mega, mega geil. Und ich würde sagen, ohne großes Schnacken in der zweiten Saison, 20 Minuten, wenn du auch soweit natürlich ready wärst dann. Ja, ja, ich simuliere jetzt auch hier bis zum Ende der ersten Saison und dann legen wir beide gleich los, ne? Mit genau. Transfers und Co. 20 Minuten, ihr seht das Ganze wieder in der Konferenz. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Okay, Leute, zweite Saison. Wir legen los. Haben wieder mal 20 Minuten Zeit. Wir liegen gerade zurück. 6 Punkte, das ist aber noch zu machen. Es ist alles so ein bisschen abhängig von der Champions League. Wir legen los. Timer beginnt in 3, 2, 1 und los geht's. Und dann schauen wir mal, was wir hier am Kader ändern wollen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht mit Gnabry zufrieden. Das freut mich wirklich extrem. Nicht, dass er nur eine 85 hat. Ja, quasi nur um eine Gesamtstärke gestiegen ist. Müssen wir mal gucken, gleiches gilt für Hernandez, also das wären so theoretisch Kandidaten, die man verkaufen könnte, müssen wir mal gucken, vielleicht auch ein neuer zentraler Mittelfeldspieler und weiteres, werden wir dann eben sehen und ansonsten legen wir jetzt mal los mit den Transfers und ihr seht das Ganze dann. Saison Nummer 2, wir sind angekommen und gucken dann natürlich später, ob wir vielleicht die Auszeichnung Trainer des Jahres erhalten, auf jeden Fall steht fest, wir haben 229 Millionen auf dem Konto,
haben ein Team, das sich absolut sehen lassen kann. Also ich bin unfassbar zufrieden. Perfektionieren kann man das Ganze bestimmt. Ich setze mich einfach mal ran. Die Spieler, die sich verkaufen lassen, verkaufe ich. Die, die da bleiben, bleiben halt eben da. Große Anforderungen habe ich ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht will ich Lewandowski und Sané ersetzen, um eine bombastische Offensive zu haben. Messi hat sich übrigens nicht mal verschlechtert, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Aber Konferenzschaltung jetzt mit Dennis. Auf jeden Fall, Timer beginnt in 3, 2, 1. Let's go! 147 Millionen. Paris Saint-Germain nimmt das Angebot für Neymar Junior. Den Deal von Neymar konnte ich dann leider nicht mehr kommentieren, weil ich da gerade leider ein kleines Problem hier hatte. Also mein Hund ist hier reingekommen und dann musste ich irgendwie gucken, dass ich den auf jeden Fall hier gesteuert bekomme, sage ich einfach mal. Aber gut, Neymar ist auf jeden Fall da. Der ist gewechselt. Kylian Mbappé ist der nächste. 150 Millionen. Ebenfalls Paris Saint-Germain. Wir wollen das beste Team weltweit formen. Wir haben einfach alles auch schon dafür getan. Haben das Grundgerüst aufgebaut und haben natürlich jetzt vorne drin Neymar, Messi, die ehemalige Co-Produktion auch schon beim FC Barcelona und jetzt dazu noch Kylian Mbappé. Geht's viel besser? Ich vermute nicht. Trotz allem, der Deal ist perfekt. Wir haben noch immer ein bisschen Geld auf dem Konto und natürlich auch noch die Zeit, um das Ganze zu perfektionieren. Da wir wirklich Unmengen an Kohle haben und dazu kommt jetzt gleich auch noch ein bisschen was dazu, holen wir jetzt Virgil van Dijk, welcher Spieler im Endeffekt für wie viel Geld gegangen ist, gibt's am Ende nochmal als Überblick. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, die am Anfang angesprochene Freigabesumme von Longley wurde jetzt gezahlt. Ich glaube 123 oder 132 Millionen. Wiederum müssen wir ein bisschen was drauf auflegen und reinvestieren das Ganze für Virgil van Dijk, der jetzt für 150 Millionen von Liverpool in Bezug auf die Realität dem amtierenden Champions-League-Sieger nach München wechselt. Der nächste Deal, 128 Millionen, Frankie de Jong kommt vom FC Barcelona und komplettiert damit, zumindest was die Stammspieler betrifft, jetzt unsere Transferphase. Mit den jetzt noch knapp über 100 Millionen wollen wir noch einen Ersatz-Innenverteidiger und einen Ersatz-zentralen Mittelfeldspieler holen. Erster Transfer für die zweite Saison. Wir machen es Chris jetzt einfach mal gleich und da ich sowieso Gnabry ersetzen wollte, holen wir jetzt auch einfach mal Lionel Messi, zahlen nicht mal 90 Millionen, hat immer noch eine 93er Gesamtstärke und damit machen wir den Transfer perfekt. Nebenbei haben wir übrigens unsere beiden Rechtsverteidiger für mehr als das Doppelte des Marktwerts verkauft, nämlich einmal Pereira an Paris Saint-Germain und auch Pavard an Manchester United für 36 Millionen. Transfer Nummer 2, Barca wird leer gekauft. Frenkie de Jong, unser nächster Transfer. Wir zahlen 95 Millionen Euro, finde ich absolut billig, für so ein absolutes, ja, Kaliber auf der zentralen Mittelfeldposition. Goretzka kommt dafür auf die Bank oder wahrscheinlich Thiago und De Jong dafür in die Startelf. Und auch auf der Rechtsverteidigerposition schöpfen wir aus dem Vollen und holen den besten und talentiertesten Spieler zugleich. Vom FC Liverpool, Trent Alexander-Arnold kommt, 86er Gesamtstärke und wir zahlen nur 70 Millionen. Zu guter Letzt bringen wir dann auch noch ein wenig Erfahrung in die Innenverteidigung rein. Er ist zwar schon 34 Jahre alt, aber soll mich nicht stören. 24 Millionen zahlen wir für Sergio Ramos, 86er Gesamtstärke hat er immer noch am Start. Und hoffentlich wird er nicht am Ende der Saison eine 72 haben. Das glaube ich eher nicht, deswegen holen wir den Kerl auch. Wir schließen unsere Transferphase ab. Martin Hinteregger, 30,4, kommt aus Frankfurt. Und hier haben wir noch Tanguy Ndombele, kommt für 54 Millionen. Das beide Spieler natürlich, die auf die Bank kommen. Und deshalb würde ich sagen, wir bleiben direkt mal dabei. Schauen unsere Mannschaft an, die in der Bestbesetzung wie folgt aussieht. Fein kommt natürlich erstmal raus, weil den brauchen wir da vorne nicht. Frankie de Jong kommt dafür rein. Dann haben wir hier das Ganze wie folgt, dass wir das einfach so machen. Hinteregger ersetzt dann hier ab. Dann kann Kouissouz da noch mit rein und dann haben wir Hinteregger draußen, wir haben hier einen Ndombele draußen, haben das als unser Team in Bestbesetzung und können damit sehr zufrieden sein. Spieler, die wir verkauft haben, Leroy Sané 151,2, Goretzka 83,6, 123,3 hier für Longley, 182,5 für Robert Lewandowski und das war's. Also wie gesagt, anhand dieser Ablösesumme seht ihr schon, weshalb das eine so spektakuläre Transferphase geworden ist. Wir setzen uns jetzt wieder zusammen, treffen uns gleich mit Dennis, also das Ganze seht ihr jetzt ja dann auch wieder. Ich bin gespannt, was er für Spieler auf der Liste stehen hat, welche ich gekauft haben könnte. Und hoffe natürlich, dass ich bei ihm wieder mal den ein oder anderen Spieler wegsnipen kann. Unser letzter Transfer wird dann ein absolutes Megatalent aus der Premier League. 18 Jahre jung von den Red Devils von Manchester United kommt Mason Greenwood hier zum FC Bayern als Backup-Stürmer hinter Kylian Mbappé. Und so sieht das Ganze dann letztendlich aus. Viel mehr würde ich sagen, kann man hier eigentlich nicht rausholen. Messi also auf dem rechten Flügel, De Jong im zentralen Mittelfeld neben Goretzka und Kimmich. Dann haben wir Trent Alexander-Arnold in der rechten Verteidigung anstelle von Ricardo Pereira. Die Bank sieht, finde ich, auch deutlich stärker aus mit so Namen wie Ramos, Gnabry oder Thiago, die jetzt einfach mal auf der Bank Platz nehmen. Und ja, der Kader ist jetzt auch ein bisschen größer, als es in der letzten Saison der Fall war. Und das war's, glaube ich, mit den Transfers. Viel mehr müssen wir nicht machen.
Ansonsten entscheidet jetzt nur noch das Glück. Wenn der Chris irgendwo früher ausscheiden sollte, dann ist das unsere Chance. Ansonsten kann man, glaube ich, nicht mehr viel machen. Und so viel dann zur Sommertransferphase. Ich bin gespannt, was der Chris noch so gemacht hat. Der hat ja auch wahrscheinlich ordentlich Budget mit dem Champions League Sieg und so weiter. Das werdet ihr wahrscheinlich sehen. Und dann geht es jetzt ein weiteres Mal ran an Snipen der Spieler. Wir sind angekommen in der zweiten Saison. Ihr habt es ja in der Konferenzschaltung gesehen. Dennis hat Transfers getätigt, ich genauso. Und wir haben jetzt 3 Picks, genau. Wir sind ja in der Sommertransferphase. Und Dennis darf als Gast natürlich wieder anfangen. Okay, es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe nicht alles mehr im Kopf von Transfers, wie dein Kader aussieht. Ich habe mir das versucht, so bildlich irgendwie im Kopf vorzustellen. Mhm. Und habe immer noch keine Ahnung. deswegen habe ich jetzt einfach mal 3 Spieler aufgeschrieben, die auf ihren Positionen auch allesamt die besten sind. Nämlich einmal fürs Mittelfeld Kevin De Bruyne, für die Innenverteidigung Virgil van Dijk und für den Sturm CR7. Okay, also, CR7 wollte ich tatsächlich letztes Jahr holen, das hat dieses Jahr dann nicht funktioniert. Kevin De Bruyne war auch ein Kandidat, ich habe mich aber dann für Frankie de Jong entschieden. Okay. Tatsächlich aber hast du einen getroffen, das ist Virgil van Dijk. Ich habe... Ja, Digga. Okay, ich hoffe, ich habe das Geld noch. Ich habe dafür als Backup aber schon Martin Hinteregger gekauft von Frankfurt, das sollte nichts anbrennen. Ja, fast auf einer Ebene. Also ja, als, kann man vergleichen, genau. Genau. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich das Geld noch habe. Ich muss mal ganz kurz drauf schauen. Wenn nicht, wäre es fatal. Wir gucken. Ja, 17 Millionen, das muss reichen eigentlich, um van Dijk hier abzustoßen. Gucken wir mal drauf. Ja, mal gucken. Spieler freigeben. Ja, 14 Millionen, als wäre es passend dafür gewesen. Gut, ist natürlich jetzt eine extreme Schwächung. Trotz allem für dich vielleicht noch ganz kurz. Ich habe Neymar geholt, Mbappé, Hinteregger und De Jong und noch ein Dombele. Genau. Okay. Nicht schlecht. Ja. Kurz mal Paris so, ne? Ja, kurz mal Paris bis Lourdes genommen, genau. Also kann man, denke ich, ganz gut so sagen. Und als passende Überleitung hoffe ich, ich treffe bei dir auch jemanden. Das war auch extrem schwer. Ich dachte, Torhüter-Position. Ich wusste nämlich nicht, ob du im ersten Jahr schon was gemacht hast, aber Neuer sollte sich vielleicht verschlechtert haben. Ich habe da jetzt einfach mal Oblak aufgeschrieben. Hab tatsächlich auch Kevin De Bruyne genommen und habe Neymar noch als dritten Spieler mit aufgeschrieben. Ich bin frei! Ich darf alle meine Spieler behalten. Ich habe unter anderem auch De Jong geholt. Okay. Ich habe auch Messi geholt. Ich dachte mir, ich tue es dir einfach mal gleich. Mhm. Dann habe ich noch für die rechte Verteidigung, weil ich Pereira und Pavard verkauft habe, Alexander-Arnold geholt. Okay, ja. Ansonsten, das war Transfer Nummer 3. Das sind auch die 3, die es in die Startelf geschafft haben. Ansonsten habe ich noch 2 Kollegen für die Bank geholt. Das sind nämlich einmal Sergio Ramos mit 86er Gesamtstärke und 34 krüppeligen Jahren, die ja mittlerweile alt ist, der alte Rentner. Ja. Und Mason Greenwood als Backup-Stürmer. Ja, Talent, man kennt ihn ja, steht ungefähr in allen Karrieren zu 3/4 in den Kommentaren als Transfervorschläge. Ja. Und so sieht's aus. 5 Spieler geholt, davon 3 für die Startelf und 2 für die Bank. Was bedeutet, abgesehen von Virgil van Dijk werden alle Spieler also so im Verein behalten und dann heißt es Champions League, Liga, DFB-Pokal, alles und wir sehen uns am 1. Januar wieder. Wintertransferphase, ganz kurz dazu, ich sag's jetzt einfach schon mal vorab, da gibt's eine kleine Änderung, nicht unbedingt was die Regeln betrifft, sondern Dennis und ich, wir werden beide nichts mehr machen im Winter, vorausgesetzt es wurden keine Freigabesummen oder irgendwie sowas gezogen, ich gucke jetzt einfach direkt mal auch zurück aufs Büro, nee, also das Geld ist noch identisch schlecht oder wenig, bei dir genauso? Nee. Nein, auch wer wurde. Oh nein, irgendwer wichtiger. Alaba. Ey, Mann, Alter, ihr doofen. Ich sag gar nichts. Ja, also von daher wird Dennis vielleicht dann doch noch was machen, aber wir sehen uns dann auf jeden Fall, beziehungsweise ihr Dennis und uns dann zusammen wieder am Ende der Saison. Aber bevor wir da hingehen, checken wir die ganzen Pokale ab, beziehungsweise die ganzen Wettbewerbe. Bundesliga, ich denke, beide Favorit auf Platz 1. Ist es bei dir auch bewahrheitet worden? Ich bin nur Zweiter. Wie, was? Was? Ich bin nur Zweiter. Zweiter? Ich habe einen Punkt hinter Dortmund, weil ein Unentschieden und eine Niederlage. Oh, okay. Also ich habe 8 Punkte Vorsprung auf dem BVB und bin unangefochten Erster, aber ein Unentschieden habe ich auch. Ja gut, dann hoffen wir, dass du natürlich auch nochmal vorbei. Aber ganz ehrlich, ich glaube schon, dass du Erster bist, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch. Viertelfinale, DFB-Pokal noch dabei? DFB, ja. Och, okay. Auch wieder gegen Dortmund, ey. Okay. Geh weg, Mann. Scheiße. Daheim oder in Dortmund? Heim. Okay. Zum Glück. Ja, also wie gesagt, ich habe es gerade außerhalb der Aufnahme gesagt, ich habe Sandhausen gehabt, Unterhaching, jetzt Wolfsburg. Und dann der wichtigste Pokal, der vermutlich Champions diesen League. Showdown entscheiden würde. UEFA Champions League. Oh. Dein Gegner?
Achtelfinalgegner Piemonte. Wir sind Gruppenerster geworden. Absolut alles zersägt. 10 Punkte Vorsprung gehabt in der Gruppe. Aber Piemonte ist gegen Valencia Zweiter geworden, Junge. Was ist bei denen denn falsch? Soll ich dir sagen, bei mir ist Valencia tatsächlich auch Erster geworden. Nee, halt Zweiter. Ach genau. Und Piemonte ist Ach so, ich bin ja Erster geworden in der Gruppe. Bei mir ist genau andersrum. Also da hat Juve als Favorit das Ganze dann auch auf Platz 1 gemacht. Und ich treffe jetzt auch Valencia tatsächlich im Achtelfinale. Okay, nicht schlecht. Ja, ich denke aber trotzdem, dass beide auf jeden Fall die Chance haben. Und wie gesagt, wir machen es ganz kurz. Dennis macht vermutlich jetzt noch einen Transfer. Das seht ihr dann eingeblendet. Und dann seht ihr uns zusammen wieder genau. Am Ende der Saison. Let's go. So Leute, wir machen es kurz und knapp. Linksverteidiger wurde geholt. Wir haben Alexandro geholt von Juventus Turin. Haben da, glaube ich, knappe 35 Millionen bezahlt. 85er Gesamtstärke, 30 Jahre alt, wird nicht schwächer und reicht für diese letzte Rückrunde, die wir spielen. Genau, das also der Linksverteidiger von Dennis und wir sind am Ende der Saison und jetzt bin ich gespannt, wir gehen auf jeden Fall die ganzen Wettbewerbe durch, ich kann schon mal vorab sagen, ich habe nicht so viele Punkte geholt wie letztes Jahr, da waren es bei mir 100, bei dir ja 102, ich habe viermal unentschieden gespielt, habe nur 94 Punkte, dennoch unangefochten Erster, bei dir auch? Ich werde nicht sagen, aber ich habe am Ende sogar mehr Punkte als du, 97, also in der Rückrunde wurde nochmal ordentlich rasiert, es blieb auch nur bei einem Unentschieden und einer Niederlage, 13 Gegentore gerade mal, wir sind am Start. Okay, also wieder mal im Gleichschritt, wie zu Beginn auch der ersten Saison. Beide 17 Punkte. Aus. Was macht der DFB-Pokal das heißt, bei dir? Wie viel steht es jetzt insgesamt? Also 50 jetzt, zu 56, ne? Ja genau, 56-50, ja, oder, ja genau. Genau, so sieht's aus. Okay, Pokal. Hast du den gewonnen? Ja. Ich auch. Das ist wieder identisch. Wenn ich jetzt im Halbfinale rausgeflogen bin und du die Champions League gewonnen hast, dann sind wir wieder gleich, gell? Ja, das wäre wild. Oh Mann, das wär sehr wild. Heißt, 6 Punkte dazu steht 62 zu 56. Okay, jetzt Champions League. Oh Gott. Oh, ich will nicht drauf gucken. Hast du gewonnen? Ja. Hast du gewonnen? Ja. Ey, ich bin wieder im Halbfinale, wieder gegen Barca, Mann! Ich hasse die, Alter. Dann kaufe ich schon De Jong von denen, dann kaufe ich Messi von denen. Nein, die zerficken mich trotzdem. Unfassbar, Alter. Mein Gott, Atletico Madrid gewinnt halt auch mal die Champions League. Die haben halt auch mal im Halbfinale Manchester United mit 7-2 komplett aus dem Leben genommen, ey. Also, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe 3-2 gegen Juve gewonnen. Wieder, gegen die habe ich letztes Jahr schon gewonnen. Die habe ich auch 3-2 gewonnen. Oh, und vielleicht, das tröste dich jetzt nicht unbedingt, aber bei mir ist Barca im Achtelfinale 0-2 gegen Lazio Rom ausgeschieden. Hey, Mann. Ich hasse Barca, Junge. Macht, glaube ich, einen Zwischenstand von 78 zu 66 oder so. Naja, 12 Punkte Stand. Irgendwie so auf jeden Fall. Also zweimal das Triple geholt. Was Trainer des Jahres anging, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Sehe ich das jetzt überhaupt noch? Ja, das müsste da stehen bei Trainer des Jahres. Ja, nein, mäßig. Okay, also letztes Jahr bei 2019-20 ist es beim Nein geblieben. Dieses Jahr ist es tatsächlich das Jahr. Es ist das Jahr. Alter Schwede. Heißt, ich hab, wie viele Trainer des Monatspreise hast du? 4. 4? Ja. Ich habe einen. Einen? Obwohl ich mehr Punkte habe als du. Das ist echt komisch, Mann. Frech. Also das frech. Ist frech. Okay, ich bin gespannt. Ey, also dann müsstest du 67 Punkte haben und bei mir müssen es irgendwie... Über 80. Ja, 85 oder so sein. Ja, hör auf, Alter. Das könnte sein. Echt. Aber frech ist das. Es ist wirklich frech, aber bei mir steht halt überall Sieger, egal wo ich drauf gehe, es ist wirklich krass. Trotz allem würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Du hast ein geiles Team, ich habe auch ein geiles Team und übrigens jetzt auch kein Linksverteidiger mehr, weil Lucas Hernandez noch verkauft wurde und das, ach so, ich habe die ganze Rückrunde ohne Hernandez gespielt, ist mir jetzt ja schon aufgefallen. Wow. Aber, naja gut, geil, ey. So ist es halt. Also da würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen, bevor das Schlusswort natürlich an den Gast, an dich dann geht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Lasst hier Liebe da, geht zu Dennis, lasst da Liebe da. Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Es war eine mega geile Aufnahme, wenn ihr das Ganze öfter sehen wollt, auch mit Dennis und natürlich auch in dem Format, dass man sagt, man macht 2 Saisons, also pro Aufnahme, dann lasst einen Daumen da, abonniert, um nichts mehr zu verpassen und jetzt Schlusswort an Dennis und genau. Ja, meine erste Niederlage, was soll ich sagen, der Schock sitzt tief, ich werde aber wiederkommen, ne? Wir haben genug Showdowns gemacht. Irgendwann musste es natürlich auch mal passieren, dass der liebe Chris das Ding gewinnt. Glückwunsch geht natürlich raus, ganz stark. Also zweimal Triple gewonnen, ne? Kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Also das war schon sehr, sehr krass, die Leistung allgemein. Und ja, wie gesagt, also ich kann mich nur anschließen an das, was Chris gesagt hat. Wenn ihr Bock habt auf mehr von solchen Showdowns mit 2 Saisons, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da.
abonniert, wenn ihr von meinem Kanal gekommen sein solltet, ihr lieben Chris. Lasst ihm gerne viel Liebe da. Und ansonsten habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wir sehen uns auf den jeweiligen Kanälen wieder bei neuen Videos. Und bis dahin, haut da rein und ciao.